Schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Hallo bei William Mars March, Austria. Yeah. Cool. Wir haben jetzt mal schon schön angefangen. Wir werden die Boxen noch ein bisschen anwärmen, später auch noch mehr zu sagen haben. Vielleicht einmal gleich zum Auftakt, aber trotzdem von euch allen einen kleinen Applaus für die Leute, die das alle heute möglich gemacht haben. Danke. Okay, wir sind Verein Mir Kollektiv, Esprit Sound System und von der Peace Parade, die ihr vielleicht alle kennt. Wir organisieren ja viele Sachen oder so, also das ist eines der Dinge. Wir werden danach ein paar Ansprachen haben zwischendurch und ja, so kalt ist es zwar nicht, aber wir werden trotzdem sorgen dafür, dass euch noch wärmer wird. Also, dann wünsche ich den Herren am Turntables jetzt noch einmal ein bisschen Spaß und gegen 17.30 Uhr werden wir losmarschieren nach einer kleinen Ansprache und uns durch die Stadt bewegen und gemeinsam einmal zeigen, dass wir viele sind, dass wir miteinander einstehen und miteinander gehen und daran denken, dass dieses System nicht ganz problemfrei ist, aber wir solidarisch Seite an Seite weiterschreiten. Danke mal dabei und bis später. Abfahrt verpasst sozusagen. Das heißt, wir müssen ein bisschen zurückschieben, gell? Also ein kleiner technisch komplizierter Vorgang. Bitte alle Platz machen und schauen, dass wir nicht hinter die Räder kommen, gell? Dankeschön, bis gleich. Jetzt sind wir am Stephansplatz. Da haben wir eine wunderbare alte Kirche. Ja? Das ist nämlich unsere schöne Stadt, in der wir jetzt sind und wo wir auf der Straße stehen. Für alle Leute, die jetzt vielleicht sich ein bisschen wundern, was machen wir da? Wer sind wir denn? Wir machen einmal auf uns aufmerksam. Überhören könnt ihr uns alle nicht. Ja? Also, ihr könnt jetzt auch zuhören, ein paar Sachen werde ich euch jetzt erzählen. Das ist der Million Mask March 2015 für Österreich, weltweit. Gehen an diesem Tag Millionen Leute auf die Straße, um gemeinsam solidarisch einzustehen füreinander und miteinander, um daran zu erinnern, dass Menschlichkeit, Fairness, Qualität die wahren Werte sind, die wir schützen wollen, die wir verteidigen und für die wir einstehen. Wir erinnern uns daran und wir erinnern auch unsere Mitmenschen daran, dass wir gemeinsam Schulter an Schulter stehen und diese Masken, wir sind alle eines, wir sind alle dasselbe. Wir sind das Volk, wir sind das Souverän, wir sind die Solidarität. Wir leben die Solidarität, wir zeigen sie und wir zeigen vor allem dem System, den Leuten, den Menschen, dass man miteinander etwas machen kann, gemeinsam, als Menschen und nicht als Hakler, irgendwelche frustrierten Leute, frustrierte Menschen, nicht hassen, nicht hetzen, nicht andere Leute
ablehnen. Ja? Nicht andere Kulturen ablehnen. Ja? Wir sind alle Menschen. Wir sind alle paarungsfähig miteinander. Wir sind alle die gleichen. Ja? Wir zeigen heute mit unserem Maskmarsch und hinter den Masken, die uns alle gleich macht, dass wir alle gleich sind und dass wir uns alle einander Anerkennung als Gleiche schulden. Erinnern wir uns daran, dass Musik, Spirit, Liebe, Leidenschaft die wahren Werte des Lebens sind. Wir geben hier mit dem Techno, den ihr alle vielleicht ein bisschen komisch vielleicht auch finden wollt, das ursprünglichste Instrument der Menschen, laut der Trommel, der Bass. Die Menschen haben begonnen zu klopfen in ihren Höhlen. Das tun wir auch und wir trommeln in einer Geschwindigkeit, die unserem Herzschlag und unserer Leidenschaft entspricht. Wir sind die Menschen, die Making Party is no crime. Musik ist etwas Wunderschönes, was uns alle begleitet. Music is the sound of life. So, in ein paar Minuten werde ich euch noch quälen und jetzt werden wir die Umgebung einmal ein bisschen quälen und aufmerksam machen auf uns. Aber ihr könnt euch alle gerne anschließen, ihr könnt alle gerne mitmarschieren mit uns und so solidarisch zeigen. Wir gehen miteinander friedlich an diesem Tag durch die Straße, nutzen unsere Straßen, denn das sind unsere Straßen genauso, um miteinander zu tanzen, Spaß zu haben, auch einmal zu lächeln und die Menschen daran zu erinnern, was es heißt, miteinander zu leben und dass dein Nachbar ein Mensch ist wie du. Erinnert euch daran, wir sind alle gleich, wir sind alle Guy Fawkes. Dankeschön. Schön. Viele Leute haben wir, eine schöne Aufmerksamkeit haben wir, die fragen sich sicher alle, was wir da machen. Gut, Million Maskmarsch, das ist Million Maskmarsch Österreich. Weltweit gehen heute Millionen Leute auf die Straße und demonstrieren weltweit Solidarität miteinander und gehen Schulter an Schulter als die gleiche Einheit und als gleiche und als Einheit auf die Straße. Weltweit sind wir gut vernetzt. Wir sind die Welt. Wir werden auch das System und die Leute daran erinnern, wir sind die 99%, wir sind der Souverän, wir sind das Volk. Das ist unser Land, das ist unser Leben, das ist unsere Stadt, das ist unser Einkommen, das ist alles unsere Steuern. Die Leute, die sich vielleicht bereichern mögen, die vielleicht ihre eigenen Interessen verfolgen, wir schauen ihnen auf die Finger. Wir sind nämlich die Leute, die darauf aufpassen, wir sind nur der Anfang. Jedes Jahr werden wir am 5. November auf die Straße gehen und die Leute daran erinnern, dass wir aufpassen und we are aware. Und wir werden mehr werden, wenn das System noch mehr und noch schlimmer wird. Wir haben genug Probleme auf unserer Welt. Warum machen wir das Ganze mit Musik? Also, Politik, die darf Spaß machen. Das, was wir hier heute machen, ist ein politisches Zeichen setzen. Ja? Wir sind Polis, die vielen. Wir sind die Gemeinschaft. Wir sind das Volk. Und nicht das, was die Politik uns vorliebt, das Traue, das Fade, das Korrupte, das Linke. Ja? Links im Sinne von, ja, wir wissen alle, was wir meinen und wie uns die Leute verarschen. Die wahre Politik entsteht zwischen Menschen. Die Politik wird von Menschen für Menschen gemacht. Wir sind heute alle hier, um echte Politik zu machen. Wir setzen ein Zeichen. Wir reden nicht viel Blödsinn, wir machen nicht viel. Wir stehen solidarisch miteinander ein und zeigen, dass wir viele sind. Und gemeinsam einen Tag auf der Straße verbringen und eine schöne Zeit, ein schönes Erlebnis für alle draus machen können, dass wir demonstrieren. Wir demonstrieren Demos, das Volk. Denkt euch mal die ganzen Worte, die grundsätzlich eigentlich Politik, Polis, griechische Geschichte,
Denken Sie mal nach, was das ursprünglich war. Wir müssen die Leute daran erinnern, die das jetzt machen, was das eigentlich ist. Weil ohne uns wird es nicht funktionieren. Und wir klopfen ihnen auf die Finger. Heute klopfen wir mal ziemlich laut. Nachher werden wir vom Bundeskanzleramt sein. Und sicher werden dort einige Leute sehen. Und da sie sonst ja mit uns als Volk nicht reden, schauen wir, dass wir auch mit unserem Bass ein bisschen an den Scheiben scheppern. Ja? Und trotzdem sind wir friedlich, auch wenn wir schon sauer sind. Auch wenn wir aufpassen. Ja? Aber wir sind laut. Und noch einmal, diese Sprüche, die unseren Hass, den können sie haben, Extremismus, bla bla bla, das brauchen wir nicht. Aber unseren Bass, den können sie haben. Ja? Und wir zeigen euch, wer es ist. Au! Und jetzt nochmal ein großartiges Dankeschön, bitte auch einen Applaus an unser wunderbares Team und an die Leute, die sich viel, viel Mühe angemacht haben, dass das heute möglich ist. Esprit Soundsystem, Verein Mir Kollektiv, Peace Parade Orga Team. Ich möchte doch jetzt gleich kurz Peace Parade, 16. Mai 2015, eine Woche vor dem Song Contest. Da gehen wir gemeinsam wieder auf die Straße und nehmen uns die Straße einfach für uns. Das ist nämlich unsere Straße. Die zahlen wir alle. Das ist keine Straße für Konzerne. So. Hallo, liebe Leute nochmal. Million Maskmarsch. Million Maskmarsch, also 15 in Wien. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Fühlt euch in den Masken, die müssen alle gleich ausschauen eigentlich. Okay, kleiner Spaß am Rande. Wir wollen jetzt ein paar Punkte, möchte ich noch ansprechen, bevor wir weitergehen. Exemplarisch. Diese Aufzählung, die ich jetzt anspreche, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben genug Probleme in unserer Gesellschaft. Hey! Okay, gut, das war's jetzt künstliche Folter. Wie ihr alle seht, wir dürfen heute hier Masken tragen. In Österreich haben wir Verschärfungen des Sicherheitspolizeigesetzes und es gilt hier an und für sich zum Beispiel ein Vermummungsverbot. Heute an unserem Million Mask March, das ist eine künstlerische Darbietung. Wir sind Künstler und wir zeigen durch eine Symbolik, durch das Symbol der Guy Fawkes Maske, dass wir alle gleich sind. Das ist auch abgesprochen mit der Polizei. Das ist auch abgesprochen mit Organen. Nur kleiner Hinweis, wenn jemand Scheiße baut, muss er leider seine Maske abnehmen, gell? Das wissen wir ja alle. Also macht keinen Blödsinn, gell? Gut. Was haben wir noch? Wir haben den Krieg gegen den Terror. Jetzt unter dem Stichnamen der IS. Die Vorratsdatenspeicherung wurde vor einiger Zeit vom obersten Verwaltungsgerichtshof abgeschafft, beziehungsweise eingestellt. Dafür mal bitte ein herzliches Yeah! Allerdings versuchen die Leute, sie jetzt wieder einzuführen. Und wieder versuchen sie uns irgendwelche Feindbilder und Gründe zu nennen. Ja? Wenn ihr euch die Statistiken anschaut, was die Vorratsdatenspeicherung genützt hat, Drogenkonsumenten wurden verknackt, irgendwelche Leute wurden verknackt, gegen den Terrorismus hat das bei uns nichts genutzt. Ich glaube, einen haben sie irgendwie erwischt oder sowas in den ganzen Jahr. Wenn es richtig jetzt war. Ja? Also, dass die Vorratsdatenspeicherung beispielsweise nicht funktioniert, wissen sowohl unsere Behörden, wissen meist die Polizei, dass andere Ermittlungsmethoden besser sind. Allerdings, ja, warum wollen wir es wieder einführen? Kostenfaktor, jetzt haben wir die Infrastruktur, wir wollen uns alle überwachen. Das sind aber verdammte Scheiße unsere Daten, ja? Unsere Kontaktinformationen. Ja? Ich will nicht, dass jeder, weil ich nur einen Ofen geraucht habe, und da steht auf Legalize deshalb auf der Seite, dass jemand meine Verkehrsdaten aufrufen kann. Seid ihr wahnsinnig? Das ist gegen den Krieg, gegen den Terror gedacht gewesen. Gegen einen Terror habt ihr nicht viel geschafft. Das war nicht sonderlich erfolgreich. Ja? Statt dass man aufklärt und die Leute sozial bildet, dass man aufruft zu Frieden und Einigkeit, dass man Menschlichkeit predigt, wird irgendwo versucht, die Leute gegeneinander aufzuhetzen, die Leute gegeneinander auszuspielen, sie zu überwachen, die Sicherheit an die Spitze zu schreiben. Benjamin Franklin hat schon gewusst, wer die Freiheit aufgibt, um die Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides wissen. Und das ist viele hundert Jahre her. Und wir müssen nicht als jede Generation die Lektion neu lernen. Ja? Wir können von unserer Geschichte lernen. Das sind auch ganz wichtige Punkte, wenn wir an die Geschichte denken. Wir haben jetzt eine unglaublich, eine beispiellose, sage ich jetzt mal, ich würde es jetzt mal überpolemisiert sagen, eine Hetzkampagne gegen den Islam, dem wir die Schuld geben an der IS. Eine Hetzkampagne gegen Menschen, jeden Tag Artikel.
jeden Tag irgendwelche Geschichten, wo Angst gemacht wird vor Asylanten. Jeden Tag, wo Ängste geschürt werden. Wem dient denn das? Damit wir einen Grund haben, um uns mehr zu überwachen? Weil wir so viel Angst haben von den Ausländern, müssen wir mehr Sicherheit gewinnen. Die Sicherheit besteht natürlich in Überwachung und in der Polizei. Na, seid ihr das wahnsinnig knusprige Leute? Na, nicht mit mir und nicht mit uns. Deshalb sind wir da, ja? Nicht mit uns. Die eigene Freiheit endet dort, wo die des anderen beginnt. Das ist eine Frage des Respekts, eine Frage der Solidarität, eine Frage der Menschlichkeit, eine Frage der Rücksicht. Wenn man sich heute anschaut, wie Leute... Nein. Also, wir sollen leise drehen? Nein. Nein. So. Alles genehmigt, alles als Hilfsmittel angezeigt, übrigens bei der Kundgebung. Allerdings, wir haben natürlich auch Kosten, vielleicht gibt es natürlich auch Anzeigen, wir haben schon einiges angedroht bekommen. Bitte geht's doch bitte vor zu unserem Wagen, zu unserem Führungswagen, kauft euch einen Drangl, spendet ein paar Euro, das nur als Zwischendurch jetzt einmal. Entschuldigung Leute, könnt ihr bitte woanders leben, wir plaudern und wir stauen ins Ohr flüstern. Ich versuche gerade den Leuten was einzuflüstern, ja? Gut. Bravo! Okay, danke. Ich hoffe mal, dass die Leiden da jetzt irgendwie mal abrauschen und nicht plauschen und nicht was. Okay, ich versuche mal einen roten Faden wiederzufinden. Wir haben Repressionen. Repressionen gegen sozial Schwache. Ja, wir suchen uns billige Feindbilder in unserer Welt. Die Politik zeigt immer, keine Ahnung, wenn man sich durchliest, die bösen Ausländer sind schuld an der Arbeitslosigkeit, der und der ist schuld und der und der ist schuld. Es geht darum, die Leute und die Menschen gegeneinander auszuspielen. Lateinisch hat man gesagt, divide et impera, teile und herrsche. Ja? Versuchen wir die Leute in kleine, kompakte Blöcke aufzuteilen, die gegeneinander sind. Wir aber stehen miteinander heute da. Wir stehen Schulter an Schulter, wir haben alle dasselbe Gesicht, wir haben alle dieselbe Maske auf. Wir sind nämlich die vielen, das Volk und die Zivilcourage. Daran möchte ich euch alle erinnern. Ja? Steht für euch ein, auch erinnert euch an diesen Tag. Ja? Erinnert euch daran, dass Menschlichkeit, Solidarität, Miteinander, Freiheit, Gleichheit, alles nicht nur Worte sind, sondern gelebt werden müssen, damit sie real werden. Wir haben alle Nachbarn, wir haben alle Mitmenschen. Und wir sollten nicht sagen, was uns an ihnen stört, sondern was uns an ihnen gefällt. Seid nicht gegen etwas, sondern seid für etwas. Wir stehen heute hier für die Solidarität und die Menschlichkeit und das Miteinander ein. Bitte dafür mal, alle miteinander, ja, seid mal solidarisch. Ein kleiner Applaus für alle Leute, auch die heute da sind. Nationale Solidarität! Ja, der Sprechkopf bleibt euch überlassen. Ja? Also ich bin nur der Redner. Ja? Ich verzapfe nur so Blödsinn. Was haben wir noch? Was ich noch auf meiner Stichwortliste habe, weil zum Reden schreiben habe ich es natürlich wieder mal nicht geschafft, kann ich eh nicht reden schreiben, gut. Aushöhlung des Sozialstaats steht da so ein Stichwort drauf. Ja? Wir können uns ja alle angeblich nichts mehr leisten, ja? Und müssen überall streichen. Wir streichen an der Bildung, wir streichen im Sozialsystem, wir streichen da, wir streichen dort, die Leute werden immer kocht, die Kaufkraft sinkt. Und angeblich sind daran irgendwelche Gruppen dann auch schuld, die Obdachlosen, die Flüchtlinge, die Arbeitslosen. Wo wenden das ganze Geld hin, möchte ich mal kritisch hinterfragen. Ja? Vor kurzem war die Hypotopia, dieses Projekt am Karlsplatz, wo die Studenten von der TU Wien eindrucksvoll gezeigt hat, was man zum Beispiel mit den 19 Milliarden von der Bankenrettung machen hätte können. Eine ganze Stadt aufbauen für 250.000 Menschen. Mit Arbeitsplätzen, Infrastruktur und so weiter. Also irgendwo... Geld ist da, wir sind eines der reichsten, eines der wunderschönsten, eines der sozial stärksten Länder der Welt. Eines der lebenswertesten Städte, eines der sichersten Städte. Haben wir wirklich ein Problem mit Geld oder wird uns das nur erzählt, um Feindbilder zu provozieren? Ja, also, sagen wir nicht böse, Hunger, verhungern wird bei uns keiner. Und man muss die Leute nicht verhungern lassen und sagen, der hat es nicht verdient, so irgendwas zum Essen zu kriegen oder sowas. Ja? Und dass da mit falschen Argumenten vielfach gespielt wird in Medien. Dass da gezündelt wird von Medien und von Politikern, dass die Leute gegeneinander aufgebracht werden, ist das wahre Problem, was uns zum sozialen Unfrieden gereicht. Weil wenn wir Leute gegeneinander sind, wenn wir unseren Nachbarn nicht mehr mögen, ja, nur weil vielleicht gelesen hat, der könnte ein Ausland sein oder er könnte ein Obdachloser sein oder er könnte ein Einkommensproblem haben, ja, dann mögen wir ja bald niemanden mehr, dann haben wir nur noch was, wogegen wir sind. Das Beste ist, für etwas zu sein. Islamismus, das Thema der letzten Wochen.
jeden Tag in irgendeinem Käseblatt, in irgendeinem Boulevard, irgendeine hetzerische Geschichte, die nachher meistens nicht richtig gestellt wird. Irgendwelche Behauptungen auch, die auf Halbwahrheiten basieren. Qualitätsjournalismus, normalerweise war der Journalismus die vierte Säule des Systems, des Staates. Das Regulativ, dass unsere ersten drei Säulen, die Judikative, die Exekutive und die Legislative, an und für sich dazu bringen hätte sollen, ja, wir passen auf euch auf. Ja? Wir schauen euch auf die Finger, wir machen investigativen Journalismus, wir zeigen den Medien auf die Fehler, ihr seid unsere Vertreter, wir schauen euch zu. Leider muss ich sagen, den Eindruck habe ich von den Medien eigentlich nicht nur so, dass sie ihre Aufgabe wirklich wahrnehmen. Wenn man sich anschaut, wie Pressemeldungen unreflektiert repostet werden, ja? Schreibfehler in Artikeln drinnen sind, wo man sich echt denkt, entschuldige mal, wo ist da der Journalist bei euch? Ja? Was habt ihr recherchiert? Habt ihr überhaupt nachgefragt? Ja? Und auch die Leute fragen nicht mehr nach, was sie in den Artikeln lesen. Die glauben jeden Scheiß, Entschuldigung, dieses Wort, der in der Zeitung liest, steht. Ja? Und gerade Boulevardmedien wie Heute, Krone und so weiter und so fort, aber eigentlich fast in jeder Zeitung findet man heute keinen qualitativen Journalismus mehr und keine objektive Information mehr. Die vierte Säule hat auch versagt, nicht nur die dritte. Also, wir haben jetzt die vierte Säule, die funktioniert auch nicht. Wer ist die fünfte Säule? Das sind wir. Das sind wir, die Menschen, die heute dastehen. Wir, die Leute, die heute sagen, wir passen auf. Wir sind das Netz, wir sind die vielen, wir sind die Massen und die Menschen. So, ich möchte jetzt noch einmal als Schlussworte, bevor wir jetzt weiterziehen, gewisse Danksagungen machen. Noch einmal einen riesen Dank an die Leute vom Esprit Sound System, die den Aufbau, Anlage und Co. unglaublich Schönes gemacht haben. Sound ist the Music of Life. Und gewonnen haben wir zu trommeln und deshalb haben wir heute sicher auch Musik, die schneller und härter den Rhythmus und den Bass und den Rhythmus des Herzschlages repräsentiert. Wir, unser Herzschlag ist miteinander. Ja? Wir sind heute eins. So. Wir haben irgendein logistisches Problem. Wir möchten noch dem Verein Mir-Kollektiv danken, die Möglichkeit, Ideen zu realisieren. Russisch steht mir, im Russischen steht Mir für Ehre, Friede, Gemeinschaft. Wir sind eine Gruppe, die Möglichkeiten, Ideen zu realisieren, wahr macht. Wir haben diese Idee gehabt, wir haben es realisiert. Danke allen, auch die gekommen sind. Danke allen, die zuhören. Danke allen, die mitmarschieren. Danke allen, die sich solidarisch zeigen. Und bitte, was ich euch noch mitgeben möchte, bevor wir jetzt weitergehen, seid ein bisschen herzlich menschlich. Lächelt mal eure Mitmenschen auf der Straße an. Ja? Lächelt mal eure Leute, geht mal in den Supermarkt und lächelt der Kassiererin ins Gesicht. Lächelt euren Trafikanten ins Gesicht. Ja? Und es wird der eine Tag kommen, wo es vielleicht euch nicht so gut geht und euch lächelt jemand anderer ins Gesicht. Und versüßt euch ein paar Momente. Seid menschlich, solidarisch, herzlich und leidenschaftlich. Und lasst euch nicht aufhetzen gegeneinander. Ja? So, meine Schlussworte, bevor wir jetzt weiterziehen, bitte alle Ordner und Leute, wir fahren jetzt weiter, People, ja. Und bitte noch einen Applaus für alle. Jeder kann mitziehen, wir gehen jetzt zum Ballhausplatz vor das Bundeskanzleramt. Wir werden dort heftig an die Türe klopfen, damit die Politik das mal versteht. Und zwar, weil sie uns sonst nicht hören, werden wir halt heftig pumpern. Ja? Und die Scheiben zum Vibrieren bringen. Und sie werden uns hören. Und wenn sie uns nicht zuhören wollen, dann verschaffen wir uns Gehör. Yes! Volker!
va pouvoir te laisser entrer. Pourquoi il y a personne? De là, putain de tout doux, tu rentreras jamais gratos. Le tarif du ticket, c'est 50 billets. Oh, des réponses, la tasse. Ouais, bah si t'es fâché, désolé, mon pote, je vais pas pouvoir te laisser entrer. Pourquoi y'a personne, mais... Écoute, si t'es pour la thune, tu restes dehors. Tu me fais pas peur. Freut euch auf den 6. Dezember, Leute. Die erste globale Mahnwache in Wien.